Mein Name ist Helmut Berger. Wie wird man zu dem, der man ist? Nach Die Verdammten, Der Garten der Vinci-Contini und Ludwig gilt der 29-jährige Salzburger als international bekanntester deutschsprachiger Filmschauspieler. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Das sind die Augen meiner Mutter. Sie ist Finanzcontrollerin und sie lebt allein in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Und meine Mutter hat mal wieder eine Idee. Du musst es doch auch gemerkt haben in Salzburg. Er ist körperlich wirklich runter. Ja das gut, aber was willst du jetzt machen? Wir holen ihn doch raus. Wir holen ihn hier nach Nordseelen. Dankeschön. Wenn du einen Film über jemanden machst, dann gehst du dahin, wo die Person ist. Und du holst nicht dir den Protagonisten nach Hause und legst den da. Wer sagt das, dass das so sein muss? Ja, gucken Sie mal. Ist doch danke. Nichts Feudales, aber es ist doch gemütlich. Na, das ist sehr gemütlich. Und alles ist so, wie sagt man heute, real. Ach, was weiß ich schon von der Realität. And if I crow tonight, will you pluck all my feathers? Na gut, auf die Idee, mit der Volksbühne zu arbeiten, das war nicht meine Idee. Ich hätte mir meine Rente anders vorgestellt. Haben Sie nie etwas bereut in Ihrem Leben? Nein, ich habe nie etwas Falsches getan. Kann ich jetzt gehen?